Hallo und willkommen zum ersten von drei Videos zum Thema Softwarewerkzeuge für Ingenieurinnen und Ingenieure. In diesem ersten Video geht es ums Thema Texteingabe und Textmanipulation. Zunächst mal eine kurze Übersicht, wozu diese drei Videos dienen. Computer sind unverzichtbare Werkzeuge für Ingenieurinnen und Ingenieure. Das heißt, sie sollten dieses Werkzeug beherrschen. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, um es zu erklären. Es geht darum, wenn Sie mit Computern arbeiten, eine gewisse Geschwindigkeit zu haben. Sie sparen sich Arbeit, aber es geht auch darum, Fehler zu vermeiden. Nehmen wir mal an, Sie haben in der Datei Angabe von Informationen im Format Nachname, Vorname. Und das soll ersetzt werden, indem Sie das andersherum schreiben. Also erst der Vorname, dann der Nachname. Gut, wenn Sie das 10-mal machen, das tippt man kurz um, Copy und Paste, bei 100 Namen ist das schon schwierig, bei 1000 wird das eine echte Aufgabe für den ganzen Tag. Außerdem, wie viele Fehler machen Sie dabei? Es gibt Programme, die sowas für Sie machen. Es gibt spezielle Programme, es gibt Funktionen von Programmen, mit denen Sie sowas machen können. Und dieses Handwerkzeug, das sind Softwarewerkzeuge oder Tools. Und die möchte ich Ihnen hier vorstellen. Was ich hier mache, ist allerdings keine Software-Schulung. Also es geht nicht darum, dass ich Ihnen jetzt hier ein Programm A vorstelle, sondern es geht darum, dass Sie überhaupt erstmal wissen, was geht, was sind Möglichkeiten, dass Sie verschiedene Tools ausprobieren können und systematisch an Probleme herangehen. Also im Prinzip keine Ausbildung auf ein bestimmtes Programm, sondern Bildung im Sinne, was kann ich eigentlich machen? Allgemeine Kenntnisse, die Sie dann in Ihrem Berufsleben, in Ihrer Praxis auf verschiedene Problemstellungen anwenden können und nicht konkret, wie gehe ich mit Programm A, B, C um. Für die ganzen Sachen, die ich Ihnen zeige, gibt es auch verschiedene Programme. Das sind Sachen, die alternativ entwickelt werden, wo sich auch Sachen verändern. Manchmal gibt es ganz gute Programme, aber ein Jahr später werden die dann durch bessere Programme ersetzt. Oder ich habe ein schönes Programm, aber das wird nicht mehr gewartet, wird nicht an Betriebssystem-Updates angepasst und ja, kann dann irgendwann nicht mehr benutzt werden. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Programmempfehlungen im Folgenden. Das ist eine subjektive Auswahl. Ich habe auch so Lieblingsprogramme, die ich manchmal benutze und das wechselt sich auch, wenn es bessere Programme gibt, wenn Programme nicht mehr unterstützt wird. Ihr Job ist es, sich selber da schlau zu machen und zu schauen, dass Sie Programme finden, mit denen Sie gut zurechtkommen. Es gibt verschiedene Dinge, wo man schauen kann. Ich persönlich finde das Verzeichnis von Heise Online relativ gut. Dort findet man relativ viele Programme und da ist auch eine gute Qualitätskontrolle. Also da kann man bedenkenlos Software herunterladen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, kommen wir zum ersten Thema. Texteingabe und Textmanipulation. Sie brauchen den Editor, um Textdateien eingeben zu können und zu bearbeiten. Das ist was anderes als ein Textverarbeitungsprogramm. Textverarbeitungsprogramm, das wäre sowas wie Word, LibreOffice, OpenOffice. Damit verarbeiten Sie Dokumente. Mit Textdateien meine ich reinen Text, reine Buchstaben, also Programmcode und Daten. Dokumente hingegen sind formatierter Text mit Überschriften, Gliederung und so weiter. Es gibt bei Windows einen Standardeditor, diesen Notepad, der hat nur rudimentäre Funktionen, da gibt es bessere Dinge. Dann gibt es IDEs, diese Entwicklungsumgebungen für Programme, die haben auch eigene Editoren, aber sind natürlich immer nur für die jeweilige Anwendung erforderlich. Sie brauchen also einen allgemeinen Editor und schauen sich mal um, was es da so gibt. Was muss der können? Der muss mehrere Dateien öffnen können, suchen und ersetzen muss unterstützt werden. Das auch eventuell noch in mehreren Dateien. Leistungsstarke Funktionen dafür sind sinnvoll. Und ganz besonders schön dafür sind reguläre Ausdrücke. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Und solche Dinge wie automatisches Ersetzen kann man dort teilweise nutzen. Tabulatoren werden in Leerzeichen umgewandelt oder am Zeilenende werden Leerzeichen entfernt. Sehr schöne Sache auch, Syntax-Highlighting. Das heißt, Sie haben in verschiedenen Programmiersprachen Schlüsselwörter. Die kann so ein Editor highlighten und damit können Sie besser lesen, was Sie da gerade in einer Programmiersprache schreiben. Zeilennummerierung, Zeilenumbruch, alles Dinge, die dort unterstützt werden in einem guten Editor. Und mein persönlicher Favorit ist zurzeit der Notepad++. Wie gesagt, gibt vielleicht andere, aber ich persönlich nutze den sehr gerne und komme da sehr gut mit zurecht.
Was sind reguläre Ausdrücke? Das ist eine ganz wichtige Sache, die gar nicht so bekannt ist. Deswegen möchte ich Ihnen die mal hier genauer vorstellen. Reguläre Ausdrücke sucht man, um in Texten etwas zu ersuchen und zu ersetzen. Und zwar nicht einfach nur feste Worte, sondern regelbasiert etwas. Englisch heißt das Regular Expressions. Das heißt, Sie haben keine feste Zeichenkette, die Sie suchen, sondern Sie haben eine Menge von Zeichenketten. Und das können Sie auch wieder verwenden. Beispiel von vorhin. Nachname, Vorname möchten Sie ersetzen, beispielsweise Vince Camarco. Da würde eine Suche lauten: Suchen Sie mehrere Buchstaben im Bereich A bis Z, dann kommt ein Komma, dann kommt ein Leerzeichen und dann wieder mehrere Buchstaben von A bis Z. Und die Buchstaben können klein und groß geschrieben werden. Und wenn Sie sowas gefunden haben, dann bitte ersetzen durch zweites Wort, also Vorname, Leerzeichen und erstes Wort. Das wäre ein regulärer Ausdruck. Und das sieht wie folgt aus. Sieht ein bisschen wild aus, aber ist eigentlich, wenn man es einmal gemacht hat, wenn man es mal angeschaut hat, eine super hilfreiche und eine sehr mächtige Sache. Das sieht wie folgt aus. Sie haben hier in der Klammer den ersten Ausdruck, den Sie suchen. Und zwar möchten Sie zunächst mal haben, eckige Klammer, irgendwas von A bis Z. Und zwar groß geschrieben. Dann kommen weitere Buchstaben A bis Z und zwar klein geschrieben. Plus heißt, dass das einer oder mehrere Buchstaben sein können. Dann muss ein Komma kommen, dann muss ein Leerzeichen kommen und dann wieder eine Zeichenkette, ein großer Buchstabe, ein oder mehrere Kleinbuchstaben, Klammer zu. Das muss gefunden werden und ersetzen durch zweites Wort, Backslash 2, Leerzeichen, erstes Wort, Backslash 1. Und das wäre ein solcher regulärer Ausdruck, der dann Namen in dem genannten Format ersetzt in das andere Format. Ganz viele Anwendungen verwenden solche regulären Ausdrücke mit, ja, fast den gleichen Regeln. Es gibt leider manchmal Unterschiede. Bei Notepad++ ist sowas ebenfalls vorhanden und hier ist der Link zu der Dokumentation. Habe ich mal ein paar Sachen rausgruppiert. Sie können dort Folgendes eingeben: eckige Klammer auf bis eckige Klammer zu, gibt einen Satz an Buchstaben, also A, B, C wären die Buchstaben A oder B oder C. Dieser Dachbuchstabe oder Zirkumflex ist eine Verneinung, also Dach A bis Z sind die Buchstaben außer den genannten. Dann gibt es bestimmte Klassen, zum Beispiel alphanumerisch, ASCII-Letter, Dezimalstellen, Satzzeichen, hexadezimale Zeichen und so weiter. Das muss man einfach mal sich angucken und sich schrittweise da einarbeiten. Außerdem können Sie Sachen dann noch mehrfach verwenden. Plus heißt einmal oder mehrfach dieser Buchstaben. Also S, A plus M wäre 1a, 2a, 3a. Stern wäre das gleiche, allerdings auch 0 mal davor kommen. Also das wäre auch SM ohne das A mit 0 mal A. Und Fragezeichen heißt 0 mal oder einmal. Also SA Fragezeichen M wäre das A nicht vorhanden oder das A einmal vorhanden, aber nicht zweimal vorhanden. Mit den Klammern können Sie dann Gruppen definieren, um die später ersetzen. Und dieses Backslash Ziffer, das wäre dann wieder das Matchende, das haben wir bei dem Beispiel eben gesehen. Und das können Sie nochmal variieren, indem Sie zum Beispiel Backslash L alles nach Lowercase oder nach Uppercase verändern. Sie müssen immer beachten, wenn Sie sowas programmieren, deckt das eigentlich immer alle Dinge ab. Das ist im Prinzip eine Entwicklung, als wenn Sie ein kleines Programm schreiben. Und das muss man ein bisschen ausprobieren, das muss man mal schauen, wie man es anwendet. Ich hatte ja dieses Beispiel hier, A bis Z, A bis Z. Das klappt auch. Fast immer. Es gibt nämlich Fälle, die nicht funktionieren. Zum Beispiel Hans-Peter Müller. Der hat hier einen Umlaut drin und hier einen Bindestrich. Das ist nicht abgedeckt. Oder Frau Dr. Wilhelma van Hoes hat hier noch einen Titel, hier auch zwei Worte. Tja, das klappt auch nicht. Das heißt, da müsste man diesen Ausdruck anscheinend nochmal erweitern und sagen, vor dem Komma dürfen auch noch andere Stellen sein. Das können Sie mal ausprobieren, das ist eine schöne Aufgabe für Sie. Denken Sie sich ein paar Namen aus, Schauspieler oder ähnliches. Ich habe mal hier was genommen aus dem Internet, Namensliste des Deutschen Bundestages. Und da können Sie sowas mal ausprobieren.
Hier vorne ist einfach mal Ausschnitt aus der Seite. Da gibt es hunderte von Namen, wie Sie sich vorstellen können. Und ja, das wäre ein schöner Test für Ihre Entwicklung eines regulären Ausdrucks. Ja, das war das erste von drei Videos. Wir haben noch zwei weitere Videos. Und wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich die auch gerne nochmal an.